Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf diesem Kanal. Wir spielen heute The Story of Henry Bis Hope. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich freue mich, euch alle wieder zu begrüßen. Diesmal zu einem richtigen Horror-Let's Play. Und dann würde ich mal sagen, labern wir nicht mehr lange drumherum, sondern starten gleich. Continue. Ist ein richtig geiles Horror-Game. Ein sehr kurzes, aber ein geiles. Kurz, aber fein. Huch, wer ist denn die Dame da? Die Dame ist aber nicht gerade sehr höflich zu uns. Gut, schauen wir uns mal die Control-Dingspunkte. Ja, okay, bewegen. Tab, open, close. F, das ist mir unsere Taschenlampe oder unsere Kerze da einschalten können. E ist Interaction with Objects und Shift, Run. Ich glaube, Shift ist sehr wichtig. Zack, 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 zack. Gut. Wo soll ich da am besten anfangen? Sollen wir zuerst einen Raum erforschen? Ne, ich habe eine bessere Idee. Ich lese euch am besten mal die Geschichte durch. Die Story vom Henry Bis Hope. Damit ihr so wirklich eine kleine Ahnung habt, wie es, wo sind wir, was machen wir und was ist die Story. Also ich muss wirklich sagen, die Story hat 1000 Rechtschreibfehler und ein paar Sachen sind sehr komisch geschrieben. Aber ich finde, jojo, wir lesen es mal kurz durch. Let's go. Mein Name ist Henry Bis Hope. Ich werde Ihnen meine schreckliche Geschichte erzählen. Diese Geschichte ist mir in den späten 70ern passiert. Und selbst der schrecklichste Mann wird im Vergleich zu jenen mysteriösen Ereignissen, an denen ich beteiligt war, nur eins Echo der Grauens sein. Ich arbeite als Makler für den Verkauf von Liegenschaften und wir hatten ein altes Herrenhaus in Maine, das niemand verkaufen konnte. Es war fröhlich und es war gut renoviert, das alte Herrenhaus. Als Ladenhüter in einem Ladenregal, der jeden Tag an Wert verliert. Schließlich haben Häuser auch ein Ablaufdatum. Und an einem schönen Maimorgen wurde die Stille unseres Büros in den Third Avenue durch einen Anruf gestört. Ein Anruf, der mein ganzes Leben verändert hat. Der Anrufer war Herr Johnson, ein sehr seltsamer Kunde und auch merkwürdig, der diesen alten Plunder namens Haus in Besitz nehmen wollte. Und selbst die Tatsache, dass eine fünfköpfige Familie in diesem Haus verschwunden war, hat ihn nicht verschreckt, sondern, nein, im Gegenteil, der Grund für einen so seltsamen Kauf. Nach einem kurzen Gespräch entschloss sich mein Chef, mich nach Stonebridge zu schicken, diesem provinziellen Kuhdorf in Maine. Meine Aufgabe war es, das Haus durchzuprüfen und sicherzustellen, dass es immer noch nicht eingestürzt ist und dann die Kunden zu kontaktieren und eine Transaktion einzugehen. Ups. Mein Name ist Henry Bis Hope. Ich werde Ihnen meine schreckliche Geschichte erzählen. Uiuiui. Der Herr Bis Hope hat ja hier eine coole Story. Machen wir weiter mit Lesen. Wir sind schon gut dabei. Let's go. Es ist... Oh Mann, das ist nicht auf Deutsch. Oh je. Das ist gar nicht auf Deutsch. Nun denn, für die Leute, die das wirklich interessiert, die können das gerne, das Video pausieren und es durchlesen und übersetzen oder was auch immer. Eigentlich könnte ich es auch durchlesen. Aber da stand, dass es auf Deutsch ist. Oh Mann. Also soll ich es übersetzen? Ah nee, lassen wir es. Sonst blamiere ich mich. Wie habe ich das jetzt gemacht? Oh Mann, ich habe irgendwas gedrückt. Jetzt habe ich keine Ahnung, wie ich den Inventar geöffnet habe. Gut, egal halt. Machen wir weiter. Ich glaube, hier können wir uns verstecken. Wenn es mal heikel wird und brenzlig. Was haben wir hier? Hier haben wir Bilder. Schöne Bilder.
Ein bisschen Musik. Oder kann ich vielleicht bei Settings? Mm-mm. Schade. Voll peinlich. Ich dachte, es wäre auf Deutsch. Oh, tut mir leid, Leute. Gut, es ist halt auf Englisch. Dann spielen wir jetzt ein bisschen auf Englisch. Machen wir einen kleinen Mix. Press E to open. Hallo? Junger Mann. Boy, how did you get to this place? Das frage ich mich auch. Ich würde das nicht machen. An deiner Stelle. Boy, wo bist du? Ich finde das so gruselig, dass es so viele Schränke gibt, sich zu verstecken. Und die Mutter macht mir am meisten Angst. Die Junge da? Ja, so lala. The locker is locked. Kann ich damit irgendwas machen? Nein. Ich möchte es mitnehmen. Ich bräuchte so einen Teddybär. Ich habe Angst. Haben wir einen Schlüssel? Nein, wir haben keinen Schlüssel. Sometimes they come back. Manchmal kommen sie zurück. Boah, du. Wenn sie Hunger haben, kommen sie immer zurück, die Monster. Vor allem, wenn sie unter dem Bett sind. Kann man sich hier ducken? Nein, kann man nicht. Gibt's hier nichts Spannendes? Nö, gar nichts. Nur ein Teddybär. Den ich nicht mal mitnehmen darf. Das ist echt fies. Das Game. Also das Game ist echt brutal. Die lassen nicht mal einen Teddybär mitzunehmen. Was soll denn das? Ja, ja. Ich merke es jetzt schon, dass ich überhaupt gar keine Orientierung habe. Aber ich bin immer so jemand, ich möchte alles sehen und ich möchte nichts verpassen. Ich habe jetzt Angst, dass ich nicht aufnehme. Was bedeutet das? Wenn alles verschwommen wird? Ich habe Angst, dass der sich irgendwie wieder von den Toten erlebt und mich dann wieder verfolgt. Dann muss ich hier weglaufen. Und vor allem, ich spiele immer die Spiele nachts. Wieso mache ich so etwas? Wieso tue ich mir so etwas an? Öffnest die gottverdammte Tür. Versteck dich. Was sind das eigentlich für Zeichen hier? Solche Symbole. Kann ich das aufmachen? Bitte. Komm schon. Ich hab nichts. Ich will einen Kopf haben. Ich nehme den da. Das ist ein Schlüssel. Ich will den Kopf. Ich will nicht den Schlüssel. Gib mir den Kopf. Das ist echt fies, Mann. Das ist echt fies, fies, fies. Kann ich das wegschieben? Nein, kann ich nicht. Verschieb's ein bisschen, komm. Du bist ein starker Kerl. Wir sind ein Kerl, oder? Ja, sind wir. Ja, wir haben... Oh mein Gott, was für eine dumme Frage. Herr Johnson, nee. I don't even want to think who wore this mask. Ja, musst du auch nicht. Interessiert auch niemanden, wer es getragen hat. Oh, boah. Ich finde Kinder so gruselig. Tut mir leid, Leute. Ihr wisst meine Ängste. Kinder und alte Leute. In Horrorspielen. Was steht hier? Am 27. September hat er das Haus verlassen. And up to the present moment, his whereabouts are unknown. Anyone Google? Okay, man weiß nicht, wo er ist. Und jeder, der Informationen hat, kann anrufen. Also es ist eine Vermisstenanzeige. With this guy. Was with this guy? Das ist ein Kind, du komischer Typ. Was nehmen wir mit? Oh. Oh mein Gott, oh mein Gott, was muss ich hier machen? Was muss ich hier machen? Lauf, 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 lauf. Zurück, zurück. This creature haunts me. Oh mein Gott. Ich hoffe, er kann keine Türen aufmachen.
Oh je, mach die Tür nicht auf. Heile ich mich wieder von selber? Oder muss mich jemand heilen? Da muss ich wieder irgendwas finden. Ups, husch, husch. Ich gehe erst raus, wenn die Musik weg ist. Wenn man keine Musik hört, dann ist es immer ein gutes Zeichen. Wo ist er? Wo ist das komische Kind? Wieso versteckst du dich in einem komischen Schrank hier? Also überhaupt nicht cool. Ich hätte mal vor, er kommt wieder so hier in der Ecke. Aber ich fühle mich hier irgendwie so. Uff. Die ist creepy. Oh nein, 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 wieso kommt er, wieso kommt er? Weg, 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 weg. Ich bin so dumm. Oh mein Gott, der ist die ganze Zeit irgendwo hier am Rumschlummern. Er kommt. Er kommt. Er macht mir voll Angst. Können Sie mir helfen? Nein, Sie können mir gar nicht helfen. Schnell, schnell, schnell. Oben, oben, oben. Mach die Tür zu. Mach die Scheiße. Oh, die kann man nicht zumachen. Mann. Versteck dich hier. Also gut. Wir müssen überlegen. Wir müssen überlegen. Calm down. Ganz ruhig, ganz ruhig. Nur ruhig. Wir warten hier. Wir lenken irgendwie ab, wenn wir ihn wieder sehen. Verstecken wir uns ganz schnell. Wir heilen uns ein bisschen. Haben wir hier? Wir haben einen Schlüssel. Also wir haben einen Schlüssel. Sprich, wir können hier irgendwas aufmachen. Sag mir, du bist weg. Please. Ich mag ihn nicht. Ich mag ihn nicht. Ich mag ihn nicht. Ich mag ihn wirklich nicht. Ich mag ihn nicht. Das ist so komisch. Ich will nicht mit so Kindern. Ja, oh Gott. Gehen Sie weg. Komm hier nicht rein. Ich weiß, du versteckst dich gerne in Kleiderschränke, aber dieser hier ist ganz besonders. Der hat positive Energie. So bleiben Sie weg. Soll ich es aufmachen? Ich mach's wieder zu. Mach's wieder auf. Wo ist er? Er ist nicht hier. So ein kleiner. Ja, ich hab das. Oh Mann, du kannst mich auch machen. Wo ist er? Wo ist der Kleine? Versteckt er sich hier etwa? Hier war doch irgendwo eine Schublade hier. Aber ich hab doch einen Schlüssel. Willst du mich verarschen? Ich muss draufdrücken. Ist das euer Ernst? Bitte eine Waffe. Was soll ich damit? Ich will doch nicht Musik hören. Komm bitte nicht zurück. Komm bitte nicht zurück. Ich will dich nicht wiedersehen. Mach die scheiß Tür auf. Ey, was wird das? Wieso will er, dass ich immer so ein... Wo ist der Junge? Wo ist der Junge? Hier ist der Junge. Hier ist der Junge. Ich will nicht mit dir spielen. Ich will nicht mit dir spielen. Versteck dich. Versteck dich. Mach die Tür zu. Ich will nicht mit dir spielen. Hier ist es viel enger. Mann, was wenn ich Klaustrophobie habe? Also, ich muss echt sagen, von Zeit zu Zeit wird er mir ein bisschen angenehmer. Am Anfang war er mir noch so ein bisschen like a Playboy. Was Playboy? Was? Ihr merkt schon, mit ihm stimmt viele Sachen nicht. Wo ist er? Wo bist du? Ich hab doch das, was du willst. Oh, Moment, ich muss es ja... Moment. Jetzt hab ich's. Mein Name ist Henry Bishop. Ich werde Ihnen meine schreckliche Geschichte erzählen. Diese Geschichte ist mir in den späten 70ern passiert. Und selbst der schrecklichste Ma wird im Vergleich zu jenen mysteriösen Ereignissen, an denen ich beteiligt war, nur eines Echos des Grauens sein. Ich arbeite als Makler für den Verkauf von Liegenschaften und wir hatten ein altes Herrenhaus in Maine, das niemand verkaufen konnte. Es war gut renoviert, als Ladenhüter in einem Ladenregal, der jeden Tag an Wert verliert. Schließlich haben Häuser auch ein Ablaufdatum und an einem schönen Maimorgen wurde die Stille unseres Büros in der Third Avenue durch einen Anruf gestört.
Ein Anruf, der mein ganzes Leben verändert hat. Der Anruf war Herr Johnson, ein sehr seltsamer Kunde, der gern diesen alten Plunder namens Haus in Besitz nehmen wollte. Und selbst die Tatsache, dass eine fünfköpfige Familie in diesem Haus verschwunden war, hat ihn nicht verschreckt. Sondern war im Gegenteil der Grund für einen so seltsamen Kauf. Nach einem kurzen Gespräch entschloss sich mein Chef, mich nach Stonebridge zu schicken. Diesem provinziellen Kuhdorf in Maine. Meine Aufgabe war es, das Haus zu durchprüfen und sicherzustellen, dass es immer noch nicht eingestürzt ist. Und dann die Kunden zu kontaktieren, um eine Transaktion eingestürzt. Mein Name ist Henry Bishop. Ich werde Ihnen meine schreckliche Geschichte erzählen.